Für Bücher, T-Shirts und mehr schaut auf meiner Webseite weltenbruch.de vorbei. Link ist in der Beschreibung. Ich bin schon seit einer ganzen Zeit arbeitslos. Bestimmt schon fast 6 oder 7 Jahre. Ich bin nicht faul. Nein, auf keinen Fall. Mich ärgert dieses Klischee sehr, dass alle Arbeitslosen faul und ungebildet sind. Seit Jahren schreibe ich Bewerbungen für verschiedene Stellen. Doch bis auf befristete Sachen habe ich nichts bekommen und nun ja, seit fast 7 Jahren gar nichts mehr. Ich bin Mitte 50, habe einen durchschnittlichen Abschluss, denn meine Mutter wollte nicht, dass ich auf das Gymnasium gehe. Ich wäre auch der Erste in der Familie gewesen. Meine Ausbildung in der DDR ist kein Pfifferling wert und durch einen Bandscheibenvorfall darf ich nicht mehr schwere körperliche Arbeit machen. Ich würde wirklich gerne arbeiten und ich verschicke auch wöchentlich Bewerbungen an die verschiedensten Unternehmen. Klar komme ich nicht immer dazu. Es gibt Phasen, in denen man resigniert, in denen man monatelang nur Absagen bekommt und dann kurzzeitig wirklich nur im Bett liegt und depressiv ist. Aber wer wäre das nicht? Vor ein paar Wochen fand ich in der Zeitung eine Anzeige. Einfache Büroarbeit, keine Vorkenntnisse nötig. Da ging es nicht gut. Ich hatte eine Grippe, aber trotzdem wollte ich mich dort bewerben. Denn ein Bürojob wäre wirklich etwas, was ich gerne machen würde. Mein Sohn, der momentan eine Ausbildung bei der Bank macht, kam vorbei und half mir bei der Bewerbung. Ich habe Legasthenie, diese Rechtschreibschwäche. Direkt am nächsten Tag verschickte ich die Bewerbung und hoffte auf das Beste. Viel Hoffnung war es nicht, aber trotzdem, ein bisschen bleibt doch immer. Tatsächlich, nur wenige Tage später kam ein Schreiben der Firma zurück. Ein Vorstellungsgespräch, das erste wohl nach über einem Jahr. Ich zog meine besten Sachen an, die ich hatte, und ging früh los, um etwas früher zu erscheinen. Die Firma war oben auf einer Anhöhe in einem grauen Stadtteil. Ich fand sie nicht direkt und fragte einen Passanten und sagte ihm die Hausnummer und die Straße. Nummer 12? Gerade da oben bei den Plattenbauten, sagte er und zeigte in die Richtung. Vielen Dank. Kein Problem. In einem Plattenbau schien es zu sein und ich klingelte an dem kleinen Schildchen, welches sich deutlich von den anderen abhob. Während die anderen Schilder der Klingeln grau und fleckig waren, glänzte dieses, war poliert. In großen Buchstaben stand dort Godot Services, Zweigstelle. Ich klingelte und kaum einen halben Gedanken später ertönte ein Surren und man ließ mich hinein. Die Stufen des alten Treppenhauses waren sehr lang und ein Geruch von Alkohol und kaltem Rauch durchströmte das Gebäude. Schließlich kam ich zu einer offenen Tür, an der eine vergoldete Plakette angebracht war, wieder in großen Buchstaben Godot Services, Zweigstelle. Ich trat ein und es war wie ein Weltenbruch, von einer in die andere Welt zu springen, denn hier war es warm und sauber. Ein einzelner Gang, links 4 Zimmer mit milchigen Glastüren und rechts 4 Zimmer mit milchigen Glastüren. Es roch nach Lufterfrischer und ich ging bis zum Ende des Ganges, zu der Tür, an der Anmeldung stand. Ich klopfte, keine Antwort. Ich klopfte ein weiteres Mal, doch immer noch keine Antwort. Ich wartete kurz ab und trat ein. Irgendwer musste ja da sein, schließlich hatte man mir ja auch die Tür geöffnet. Die Sekretärin war eine ältere Frau, die mit leeren Augen in Richtung des Fensters starrte. Ich komme wegen des Vorstellungsgesprächs, sagte ich vorsichtig, denn ich wollte sie nicht erschrecken. Sie schien mich noch gar nicht bemerkt zu haben. Langsam drehte die Frau ihren Kopf zu mir und formte ihre Lippen zu einem bitteren Lächeln. Mit einem Finger zeigte sie zu einer Tür hinter ihr. Ich folgte dem Zeichen und ging zur Tür, klopfte abermals. Kommen Sie herein, sagte eine Stimme und ich drückte die Klinke nach unten. Links hinter einem hölzernen Schreibtisch stand ein Mann in einem billigen Anzug und schaute hinaus auf die anderen Plattenbauten. An den Seiten des Raumes standen niedrige Bücherregale, die vor allem Bücher von einem gewissen Thomas Voynich enthielten, wie ich mit einem flüchtigen Blick registrierte. Nach einer unendlich langen, peinlichen Stille drehte sich der Mann um und lächelte. Sein Haar war grau und er war bestimmt 10, vielleicht sogar 20 Jahre älter als ich. Es stört Sie doch nicht, wenn ich rauche. Ich schüttelte den Kopf und der Mann zog eine Zigarette aus seinem Etui und zündete sie an und legte sie schon nach wenigen Zügen in den Aschenbecher. Ich habe Ihre Bewerbungsunterlagen gesehen und ich muss sagen, ich glaube, Sie sind perfekt für diese Arbeit, sagte der Mann und setzte sich hinter den Schreibtisch. Wann können Sie anfangen? Morgen, ab morgen, sagte ich. Wunderbar. Kommen Sie morgen zur selben Zeit ins Sekretariat, man wird Sie in Ihre Arbeit einweisen. Hier ist Ihr Arbeitsvertrag. 3 Monate Kündigungsschutz, eine angemessene Bezahlung, naja, Sie werden es selbst sehen.
sagte der Mann und drückte mir ein paar Papiere in die Hand. Bringen Sie sie morgen einfach wieder unterschrieben vorbei, wenn Sie hier arbeiten möchten. Der Mann gab mir einen festen Händedruck und geleitete mich zur Tür hinaus. Arbeit. Endlich wieder arbeiten. Ich ignorierte die ganzen kleinen Seltsamkeiten und kehrte nach Hause zurück. Mein Sohn half mir wieder dabei, den Vertrag durchzugehen und war erstaunt über die gute Bezahlung und allgemein über die guten Konditionen. Einen richtigen Glückstreffer hast du da gelandet. Der Arbeitsvertrag ist echt verdammt gut, sagte er lächelnd. Kein Haken? Nein, da ist wirklich kein Haken. Ich unterschrieb direkt und freute mich schon auf meinen ersten Arbeitstag. Früh stand ich auf, machte mich wieder frisch und fuhr mit dem Bus in den etwas abgelegenen Stadtteil. Oben angekommen, ging ich auf die Anmeldung zu und sah zu der Sekretärin. Guten Morgen, ich soll hier eingewiesen werden, sagte ich lächelnd. Wortlos stand die Sekretärin auf und sah mich ohne die Spuren des Lächelns an. Jedenfalls führte sie mich in einen der Räume, die dritte vom Eingang aus, links. Der Raum war spärlich möbliert. Lediglich ein Stoß Papiere auf einem Schreibtisch, hinter dem ein Bürostuhl stand, waren hier zu finden. Das Licht der Energiesparlampe ließ den Raum irgendwie unecht wirken. Die Sekretärin drückte mir einen Stift in die Hand und eine kleine Wasserflasche. 9 bis 15 Uhr. Diesen Stapel Papiere sollten Sie durcharbeiten. Bringen Sie sich bitte die nächsten Tage Wasser und Essen mit. Zwischen 12 und 13 Uhr haben Sie Pause. Worin besteht die Arbeit? Sie müssen zufällig ein paar Namen auf jedem Blatt auswählen. Die Zahl ganz oben zeigt an, wie viele Sie auswählen müssen. Kreisen Sie diese ein. Um 15 Uhr bringen Sie den Stoß Papiere zu mir. Das ist alles. Das ist alles? Das ist alles. Die Sekretärin verließ den Raum und ließ mich allein. Also setzte ich mich an den Schreibtisch und sah dem ersten Blatt gegenüber. Stefan Beckett, Pablo Silva, Maria Schmidt. Darüber war eine große 1. Also einen Namen einkreisen, einen Namen auswählen. Ich entschied mich für Maria Schmidt. Ich fragte mich, welchen Sinn das Ganze hatte, aber arbeitete Blatt für Blatt durch, machte von 12 bis 13 Uhr Pause. Die Arbeit war einfach, machte aber für mich keinerlei Sinn. Gegen 15 Uhr gab ich die Blätter ab und verließ das Haus. Rund eine Woche später musste ich zu einer Kontrolluntersuchung ins Krankenhaus. Mit dem Bus fuhr ich hin und machte mich schon mal auf eine unendlich lange Wartezeit gefasst. Nummer 14, kommen Sie bitte in Behandlungszimmer Nummer 5. Nummer 14 in Nummer 5. Wurde ich von der alten Sprechanlage begrüßt, meldete mich an und zog eine Nummer, die 26, um mich dann hinzusetzen. Ich hätte mir ein Buch mitnehmen sollen. Zumindest müsste ich nicht so lange warten. Die 26 war nicht so weit von der 14 entfernt. Zumindest dachte ich das. Die Minuten verstrichen zäh und ich dachte über die Arbeit nach, während ich gelangweilt die Zeitung von gestern las. Die Tage waren relativ gleich verstrichen. Es war jetzt nicht gerade mein Traumjob, aber die Bezahlung war gut und ich freute mich sowieso über jede Arbeit, die ich machen konnte. Ich wollte mich wirklich nicht beschweren, aber bald stellten sich eine gewisse Routine und irgendwann auch eine gewisse Langeweile ein. Ich aber trotzdem gerne in Kauf nahm. So viele Namen, dass ich die meisten schon fast vergessen hatte. Ich wurde plötzlich aus meinen Gedanken gerissen, als ich zu den Todesanzeigen kam und den Namen Stefan Beckett sah. Ein kalter Schauer überkam mich. Stefan Beckett war doch auf dem ersten Blatt gewesen, oder? Er war einer der Namen, die ich nicht angekreuzt hatte. Es muss ein dummer Zufall sein, das wäre nicht möglich. Nummer 26, kommen Sie bitte in Behandlungszimmer Nummer 2. Nummer 26 in Nummer 2. Unterbrach die Sprechanlage meine Gedanken und ich setzte mich auf und ging in das Behandlungszimmer. Der Doktor ist in den nächsten 10 Minuten hier, sagte der Arzthelfer und es dauerte fast eine halbe Stunde, bis endlich ein Arzt kam und mich mit einem makellosen Lächeln begrüßte. Er nahm einige Proben, stellte einige Fragen und sagte mir, dass das Krankenhaus in einer Woche wieder anrufen würde, wenn die Testergebnisse da wären. Ich war etwas beunruhigt, weil das Lächeln des Mannes ab und zu abbrach, während er mit mir sprach. Ich weiß nicht, es war immer nur für Momente. Trotzdem war ich leicht beunruhigt. Müde verließ ich das Krankenhaus. Ein paar Tage später, als ich wieder meiner Tätigkeit des Namenauswählens nachging, hörte ich großen Lärm.
Ich öffnete die milchige Glastür meines Büros einen kleinen Spalt und bekam Fetzen eines Streits zwischen der Sekretärin und dem Chef mit. Sie sagte, dass sie damit nicht mehr leben könnte und dass das unmenschlich und krank sei. Es ist die einzige Möglichkeit, sagte er immer wieder. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Alle anderen wurden erschöpft. Sie hielt wieder dagegen, doch ich konnte es nur schwer verstehen. Und dann begann der Chef auch noch, sie mit allerlei Schimpfworten zu belegen. Als ich das Öffnen der Türe hörte, schloss ich eilig meine und setzte mich wieder an meinen Schreibtisch. Ich hörte nur noch ein Schluchzen und dann eine Türe knallen. Worüber sie wohl gestritten hatten. Die Tage verstrichen relativ gleich, bis ich vom Arzt angerufen wurde und herbestellt wurde. Ich war etwas beunruhigt, denn warum sollte der Arzt selbst anrufen? Direkt im Eingangsbereich wurde ich vom Arzt abgefangen und ins Behandlungszimmer gebracht, was mich noch mehr beunruhigte. Ich kann das Folgende kaum wiedergeben. Nur die Worte. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll, aber Sie haben Krebs. Hallen immer noch in meinem Kopf. Ich konnte irgendwie nicht direkt mit der Therapie anfangen, aus Gründen, die ich nicht richtig verstand. Rund 1,5 Monate blieben mir noch, da müsste ich mit der Therapie anfangen. Eine Art Druck breitete sich in mir aus, machte mich viel zu paralysiert, um richtig denken zu können oder um auszubrechen oder sonstiges. Keine Ahnung. Der Krebs lag innerhalb der Leber und ich würde in ein paar Monaten eine Bestrahlung bekommen und bräuchte eine neue Leber, sonst hätte ich kein ganzes Jahr mehr. Geistig paralysiert ging ich automatisch nach Hause zu meinem Briefkasten, reflexartig. Ich hatte kein Bedürfnis, meine Post zu sehen, aber reflexartig griff ich zu den Schlüsseln und zog ebenso reflexartig die Briefe heraus. Einer fiel mir besonders auf. Kein Absender, nichts. Am Esstisch öffnete ich ihn vorsichtig und zog einen handgeschriebenen Brief heraus. Als ich erfahren habe, wem ich mein Leben zu verdanken habe, musste ich einfach diesen Brief schreiben. Ich weiß nicht, wie man jemanden danken kann, dem man das Leben zu verdanken hat. Ich glaube, jedes Wort, jede Tat wäre zu wenig. Es war nicht leicht, sie zu finden, aber ich habe es endlich geschafft. An dieser Stelle noch einmal aus tiefstem Herzen ein letztes Danke, denn ohne sie könnte ich diese Zeilen jetzt nicht schreiben. Mit herzlichen Grüßen. Maria Schmidt. Ich denke, ich hätte mich gefreut, wenn ich nicht gerade diese Diagnose bekommen hätte. Doch mein ungutes Gefühl wollte sich nicht von mir lösen, weswegen ich keine Freude empfinden konnte. Im Gegenteil, ich erinnerte mich an die Todesanzeige. Stefan Beckett war gestorben, Maria Schmidt lebte und ich hatte sie ausgewählt. Es musste eine Verbindung geben. Doch um mir Sicherheit zu geben, suchte ich im Internet nach Pablo Silva. Und auch er war tot. Weder bei Stefan Beckett noch bei Pablo Silva stand, woran sie gestorben waren, und auch meine kurze Recherche ergab nichts. Das Gefühl, etwas Schlimmes getan zu haben, manifestierte sich zusehends in meinem Kopf. Die Überlegung, meinen Job hinzuschmeißen und die letzten Monate zu genießen, verwarf ich wohl während diesen Momenten. Ich wollte mehr herausfinden, war etwas Großem auf der Spur, da war ich mir sicher. Am nächsten Tag ging ich meiner Arbeit nach, hatte allerdings Stift und Papier mitgebracht, um mir immer wieder Namen herauszuschreiben. Ich fühlte mich nicht gut dabei, weiterhin dieser Arbeit nachzugehen, aber ich musste es tun, zumindest diesen einen Tag. Ich meldete mich danach ein paar Tage krank und nach kurzer Zeit hatte ich erste Resultate. Nicht alle Namen, die ich ausgewählt hatte, waren verstorben, allerdings manche und am Ende der Woche waren es ein paar mehr. Doch lange nicht alle. Ich hatte auch mitbekommen, dass einer seine Arbeit verloren hatte. Es verwirrte mich mehr und mehr, sodass ich mir sicher war, dass ich Informationen nur von dem Chef selbst bekommen würde. Es musste unschuldig laufen, ruhig. Ohne dass er etwas bemerken würde. So ging ich an dem Tag, an dem ich wieder arbeiten konnte, an die Tür des Chefs und klopfte. Herein, tönte es von drinnen. Mein Herz klopfte schmerzhaft, sodass ich einen Moment brauchte, um hereinzutreten. Der Chef saß hinter seinem Schreibtisch und rauchte wie üblich. Er wirkte älter.
irgendwie, als würde ihn etwas unendlich anstrengen. Was gibt es? Fragte er. Ich bin über ein paar Dinge verwirrt. Welchem Zweck dient meine Arbeit? Ich markiere Tag für Tag Namen und weiß nicht weshalb. Der Chef atmete einmal tief ein und aus. Es ist nicht wichtig, welchem Zweck diese Arbeit dient. Schätzen Sie sich über Ihre Arbeit glücklich. Ich habe ein paar Namen in den Todesanzeigen gelesen. Was bedeutet das? Fragte ich nach einer Pause. Der Blick des Chefs verfinsterte sich. Es ist nicht wichtig. Begreifen Sie das. Aber ich sehe immer wieder Namen von Einzelnen und... Ich stockte. Der Chef stand auf und wirkte nun noch bedrohlicher. Dann klarte sich sein Blick auf, als hätte er gerade einen besonders treffenden Gedanken zusammengeschustert. Wissen Sie, die meisten Systeme sind voller Vorurteile. Menschen werden wegen ihrer Hautfarbe gekündigt. Ehemalige Alkoholiker kriegen keine Organe. Leute werden bei Versetzungen eher ausgewählt, aufgrund von Kleinigkeiten. Das System ist kaputt und korrupt. Verstehen Sie? Ich nickte. Langsam wurde mir die Aufgabe dieser Firma klar. Wir wählen Leute zufällig aus. Nur noch Namen. Dieses System ist nicht perfekt, aber immerhin besser als jedes andere bisherige. Eine Stille entstand. Können Sie damit leben? Sie nehmen Leben, die sowieso genommen werden würden. Nur zufälliger. Unsere Kunden sind weltweit. Krankenhäuser, Arbeitgeber, Staaten, Richter, Polizisten. Viele Leute sind unsere Kunden und dieses System schützt vor der Korruption, vor dem Vorurteil. Ich wiederhole meine Frage. Können Sie damit leben? Ich wollte etwas sagen, ein Widerwort formen, verwarf aber den Gedanken und sagte, dass es für mich in Ordnung wäre. Das war es nicht, das konnte es nicht sein. Dieses System war kriminell und falsch. Das hehre Ziel ein vorgeschobener Grund. Ein falscher Ansatz, der sich verkauft. All dies schoss mir durch den Kopf, als ich mich zurück hinter meinen Schreibtisch setzte. Dieser eine Arbeitstag noch. Dann würde ich zur Polizei gehen und alles melden. Ein Triumphgefühl breitete sich in mir aus. Das Gefühl, zum ersten Mal etwas wirklich Wichtiges geleistet zu haben. Die Namen heute auszuwählen war in Ordnung. Die Polizei würde sie sicher beschlagnahmen, bevor sie weitergetragen werden konnten. Ich könnte zufrieden abtreten, dachte ich mir lächelnd, und fing an, mich durch die Seiten durchzuarbeiten. Das Gefühl zersplitterte, als ich in der Mitte des Papierstapels angekommen war. Mein Name stand dort, zusammen mit einigen anderen. Mein Kopf leerte sich komplett. Alles, was ich herausgefunden hatte, alles, was ich gedacht hatte, einfach alles verschwand. Nur noch die Frage, ob es real war, blieb in mir stecken und kreiste in mir. Die Machenschaften von dieser Firma waren in jedem Falle falsch, aber ich brauchte eine neue Leber, sonst blieb mir nicht mal mehr ein Jahr. In Gedanken mit mir ringend, bemerkte ich gar nicht, wie ich zitternd meinen Namen eingekreist hatte. Und noch viele Jahre lang ein Angestellter bei Godot Services blieb. Irritation breitete sich auf dem Gesicht von Wolfgang Manor aus. Seit mittlerweile fast 25 Jahren arbeitete er für die Firma Godot Services. Die Firma hatte ein System entworfen, welches sich teilweise in der Illegalität befand, um Entscheidungen zufällig ablaufen zu lassen. Die Kunden kamen von privater sowie staatlicher Seite aus. Damals, vor 25 Jahren, hatte es begonnen mit Zahlencodes, die von Menschen zufällig eingekreist wurden, weitergegeben wurden und so Organspenden, Arbeitsverträge und vieles mehr durch den Zufall geklärt wurde. Es war weit weg von perfekt, das wusste Wolfgang, aber es war ein System gewesen, welches immer besser als das bestehende war.
Staaten, Krankenhäuser, Unternehmen waren voll von Korruption und Vetternwirtschaft. Seine Aufgabe war es, die Zweigstelle zu leiten, mit Bewerbern zu sprechen und alles Weitere, was anstand. Die letzten Tage waren sicher nicht die geruhsamsten und auch insgesamt war er mehr und mehr irritiert. Er rauchte mehr als sonst, er spürte, dass er gestresst war, sah es an den sich schneller leerenden Zigarettenschachteln. Nach einem Streit hatte sich auch die Sekretärin verpisst und nun hatte er einen noch größeren Stapel vor sich. Papiere verschicken, Berichte schreiben. Dann vor nicht einmal 6 Stunden ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, der das System falsch und abstoßend fand, den er aber dann glücklicherweise doch überzeugen konnte. Er wusste, wie er mit den Leuten sprechen musste. Vor einigen Monaten hatte sich das System geändert und aus den Zahlencodes wurden echte Namen gemacht. Alles hatte sich geändert. Er erinnerte sich noch an die Tage, als er mit Konrad Godot und seiner Frau Mary Godot zusammen mit seiner eigenen Frau zu Abend gegessen hatte. Die Godots hatten sich wenig später geschieden und seine Frau war noch im selben Jahr an Lungenkrebs gestorben. Die verdammten Zigaretten. Er schüttelte den Kopf und drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus. Eine Schachtel Vita Nostra Fumis. Manche Dinge änderten sich wohl nie. Die Strukturen wurden immer größer und mehrmals hatte er an diversen Standorten Arbeit übernommen, aber nun war er schon seit gut 8 Jahren hier angestellt. Und er mochte seinen Job. Er war überzeugt von dem System und doch irritiert. Es waren kleine Nadelstiche gewesen, doch nun war es ein Schlag direkt in sein Gesicht. Es wäre nicht passiert, wenn er den Stapel Blätter wie üblich von seiner Sekretärin hätte bearbeiten lassen. Das wusste er. Er sah noch einmal nach, wie das Postfach genau hieß. Der Mitarbeiter Carsten Ebber hatte sich über das System beschwert, wollte aufhören, doch Wolfgang hatte ihn beschwichtigen können, sodass er zurück an seine Arbeit ging, wie gesagt. Doch was er nun sah, war nicht möglich. Ein Zettel aus dem Stapel von Carsten Ebber, in dem der Name Carsten Ebber eingekreist worden war. Er wusste nicht, weshalb oder inwiefern das relevant war, aber es war falsch. Ein Zufall? Niemals. Aber vielleicht doch, auch wenn es in den ganzen Jahren nie zu so etwas gekommen war. Es wurde spät und langsam müsste er wirklich nach Hause gehen. Routiniert griff er zu dem Aschenbecher, um ihn zu reinigen. Alles sollte seine Ordnung haben. Die Asche landete im Papierkorb und er holte ein Taschentuch aus seinem Schreibtisch. Er wischte ihn durch, legte ihn zurück auf den Tisch, warf das Taschentuch weg und ging nach Hause. Die Irritation war nicht weg, aber er würde das erst einmal auf sich beruhen lassen. Am nächsten Abend kontrollierte er wieder die Blätter, keine Auffälligkeiten. Er steckte die Blätter in den dafür vorgesehenen Umschlag, leerte wieder den Aschenbecher und wischte noch einmal durch. Routiniert. Seltsame Woche. Aber es schien wieder Ruhe einzukehren. Doch dann bemerkte er eine Unebenheit im Aschenbecher und schaute genauer hin. Ein Sprung, ein winziger Sprung. Doch was ihn noch mehr irritierte als der Sprung, war das Blinken. Er riss die Augen auf, schluckte schwer. Was war das? Er zögerte nicht. Mit einem harten Schlag ließ er den Keramikaschenbecher zersplittern und sah sich die Einzelteile an. Ein winziges, metallenes Ding lag dort. Er sah es sich an. Eine Wanze? Es sah aus wie ein winziges Abhörgerät. Ohne zu zögern, stellte er sein Zimmer auf den Kopf. Sein Herz schlug schneller, weg mit den Büchern, weg mit den Schränken, jeden Winkel kontrollierte er und fand insgesamt eine winzige Kamera und 2 weitere kleine metallene Teile, die wie das Teil aussahen, welches er gerade in der Hand gehalten hatte. Er wurde überwacht. Wütend zerbrach er die Kamera in seiner Hand und sah sich noch einmal den Umschlag an. Er musste herausfinden, wo dieses Postfach war. Er brauchte eine Antwort. Irgendetwas lief extrem falsch. Er notierte sich die Postfachnummer, gab den Umschlag weg wie immer und sah zu Hause im Internet nach, wo der Standort war. Es war in der nächsten Stadt, er müsste dorthin fahren.
Morgens präparierte er die Alltäglichkeiten, legte die Stapel zurecht, dass der Betrieb laufen würde, und fuhr dann mit der Bahn in die nächste Stadt. Nächster Halt, Nightfels, schallte es aus einer Sprechanlage, und er stand auf, um nach draußen zu gehen. Nachdem er angekommen war, ging er zur Postfachstelle, beobachtete die Leute mit einigem Abstand. Die Umschläge, die mit Godot Services zu tun hatten, waren immer mit einem roten Kreis gekennzeichnet. Aber was wäre, wenn der Mann oder die Frau oder die Gruppe, die die Umschläge abholte, sie einfach direkt in eine Tasche oder einen Rucksack packen würde? Daran hatte er nicht gedacht. Aber er konnte auch nicht die ganze Zeit in dem Raum stehen und die Leute anstarren. Doch dazu kam es nicht, denn ein Mann Anfang 30 hatte den Umschlag in der Hand, hielt ihn geradezu präsentierend. Wolfgang folgte dem Mann ein paar Straßen weiter. Zusammen stiegen sie in einen Bus. Der Mann stieg aus, Wolfgang stieg aus. Eine Straße noch, dann bog der Mann auf einen Kiesweg zu einem Häuschen mit Vorgarten durch die Tür hinein. Irgendwie hatte Wolfgang mehr erwartet. Ein imposantes Gebäude, irgendwas in diese Richtung. Hier kamen die Umschläge an. Nichts war ungewöhnlich, das machte es seltsam. In der Vorstadt ein Häuschen, doch trotzdem musste er es versuchen. Er wollte antworten. Jetzt. Was konnte er nun tun? Da ihm rein gar nichts einfiel, klingelte er einfach. Wenn der Mann zu Godot Services gehörte, würde man es ihm erklären können. Nach einiger Zeit hörte er Schritte und die Tür öffnete sich. »Sie hätten mich auch auf dem Weg ansprechen können«, murmelte der Mann. »Kommen Sie rein.« »Sie wissen, dass ich...« »Dass Sie mir gefolgt sind wie ein billiger Einkaufsdetektiv?« »Ja, das weiß ich.« Wolfgang stockte. »Kommen Sie nun rein.« »In Ordnung.« Es war eine einfache Wohnung. Nichts war besonders, wirklich rein gar nichts. Klinisch, normal. »Setzen Sie sich. Möchten Sie etwas trinken?« »Nein, nein, danke.« Er nickte und runzelte die Stirn, während sich Wolfgang setzte. »Sie sind auch von Godot Services?« »Ja, ich bin das Mittelstück.« »Das Mittelstück?« »Ich nehme alles entgegen, sehe es durch und schicke es weiter.« »Ich werde überwacht.« »Ich weiß.« »Sie...« »Ich habe es veranlasst.« »Warum tun Sie das?« sagte Wolfgang wütend, stand auf. »Bleiben Sie ruhig. Setzen Sie sich.« »Ich will mich nicht setzen.« »Setzen Sie sich.« sagte er noch einmal, langsamer. »Ich will mich nicht setzen«, sagte Wolfgang und machte einen Schritt auf den Mann zu. Dieser zog ein Klappmesser, die Klinge schnellte hervor. »Setzen Sie sich, verdammt!« Wolfgang starrte auf das Messer und setzte sich. »Ich hatte gehofft, dass Sie heute nicht kommen würden. Ich hatte es wirklich gehofft. Aber Sie sind da. Also, für Sie habe ich gehofft.« »Ich werde überwacht. Was sollte ich tun?« »Das Maul halten, verdammt. Wissen Sie, ich gewinne hier. Egal, was Sie tun.« »Wie?« »Genau in diesem Moment ist ein Prüfer bei Ihnen. Ich habe die Informationen zufällig bekommen und alles arrangiert, damit Ihnen die Überwachung auffällt.« »Warum?« »Um zu sehen, was Sie tun. Deshalb der Prüfer.« »Der Prüfer.« Wolfgang wusste, was das bedeutete. »Wenn Sie dort geblieben wären, wären Sie kein Problem. Sie hinterfragen nicht. Jetzt sind Sie kein Problem, weil Sie hergekommen sind. Der Prüfer wird sehen, Sie sind nicht da und Sie verlieren Ihren Job. Ganz einfach. Für das, was ich hier tue, brauche ich Leute, die nicht hinterfragen. Also werde ich wohl jemanden aus meinen Reihen einsetzen.« »Wie? Wie verdammt?« »Zuerst habe ich Ihre gute Sekretärin bestochen, dass sie ihre Arbeit niederlegt und Sie sich im Folgenden um alles kümmern müssen. Alles andere wurde präpariert und nahm dann seinen Lauf.« Die Sekretärin war deshalb gegangen. Das erklärte einiges. »So, genug geredet. Verabschieden Sie sich von Godot Services. Jetzt gehen Sie. Gehen Sie jetzt.« Wolfgang erhob sich und verließ das Haus. Er ging einige Zeit und setzte sich auf eine Steinbank. Seine Augen sahen nicht, er nahm nichts wahr und in ihm verschwammen die Gedanken. Man hatte ihn ausgetrickst.
Zu Hause schloss er seine Tür auf und wollte einfach nur noch schlafen, aber die ganzen Gedanken hielten ihn stundenlang wach. Er ging frühmorgens los, weit vorher, als er eigentlich müsste, und wollte die Tür des Gebäudes aufschließen. Das Schloss war ausgetauscht worden. Als er wieder zurückkam, fand er ein Kündigungsschreiben im Briefkasten. Förmlich, schlicht, alles geregelt. Was sollte er jetzt tun? Die nächsten Tage verstrichen in der Leere. Nichts passierte, nichts war relevant. Er überlegte, sich seinen Sohn anzurufen, aber ließ es dann doch. Er wollte niemandem zur Last fallen. So viele Jahre hatte er jetzt für Godot Services gearbeitet und nun war alles vorbei. Er war alt, aber er konnte nicht einfach nur dasitzen und alles ziehen lassen. Den kümmerlichen Rest seines Lebens ziehen lassen. Bewerbung über Bewerbung. Er musste wieder auf die Beine kommen. Absagen, nur Absagen. Er war alt, unbrauchbar, Abfall. Saß vorm Fernseher und trank, gelangweilt, ohne ein konkretes Ziel. Er zog in eine kleinere Wohnung, konnte sich seine alte nicht mehr leisten. Er hatte nichts mehr, gar nichts mehr. Kein Geld, keine Arbeit, keine Familie, keine Freunde und versauerte in einem Drecksloch. Sein System war verraten worden. Er war verraten worden. Diese illoyale Fotze, dieser Hurensohn, der ihm alles genommen hatte. Was hatte er noch zu verlieren? Er dachte nach. Er könnte zur Polizei gehen und alles auffliegen lassen, aber das wollte er nicht. Es würde nicht funktionieren. Der Typ war nicht dumm. Das würde jetzt enden. Es würde jetzt enden. Wolfgang nahm die nächste Bahn, den Bus und wartete in der Nähe des Hauses den ganzen Tag lang. Nichts passierte. Der Typ kam nicht. Eine Wohnung, wie viele andere vielleicht. Vielleicht hatte er längst die Wohnung gewechselt. Aber wo er ihn wohl erwischen würde, wäre das Postamt. Das hatte sich nicht geändert, seit Jahrzehnten nicht. Vielleicht hatte der Mann darauf keinen Einfluss. Möglicherweise wurde die Angelegenheit von weiter oben diktiert. Und tatsächlich, da kam dieser Wichser mit einem Umschlag heraus und wurde kurz darauf mit einem Taxi abgeholt. Wolfgang versuchte, dem Taxi zu folgen, ohne aufzufallen, aber hatte es nach nicht mal einer Minute aus den Augen verloren. Viel Geld hatte er nicht mehr, aber einen Mietwagen holte er sich trotzdem. Er wollte, er musste ihn verfolgen, wollte, musste wissen, worin alles mündete. Am nächsten Tag mietete Wolfgang einen Wagen an, und das ohne Probleme, obwohl er etwas nach Alkohol roch, und wartete vorsichtig mit einigem Abstand darauf, dass der Mann endlich wiederkommen würde. Tatsächlich, er ging hinein, kam kurze Zeit später wieder heraus und wurde wieder abgeholt. Mit einigem Abstand verfolgte Wolfgang den Wagen und passierte verschiedene Blocks, die nur minimal variierten. Nach einiger Zeit kamen sie in einer einfachen Gegend an und der Mann verließ den Wagen, betrat ein Haus. Wolfgang wartete ab, musste Mut fassen. Dann ging es schnell. Er betrat das Haus, rächte sich. Ein Stich dafür, dass alles eine Farce war. Ein Stich dafür, dass alles verloren war. Ein Stich, weil der Hurensohn immer noch nicht tot war. Erschöpft warf er sich in einen Sessel und starrte stumm ins Nichts. Nichts war in Ordnung, aber zumindest alles wieder geordnet. Warum war das alles passiert? Wie war es dazu gekommen? In dem Zimmer befand sich auch ein Schreibtisch mit diversen Akten. So viele Namen, Übertragungen, Notizen zu dem ganzen System. Und Briefe. Unendlich viele Briefe, teilweise schon in Umschlägen, nur noch nicht zugeklebt. Wolfgang zog einen der Briefe heraus. Ein Banker, der vielleicht seinen Job verlieren würde. Gegen eine Zahlung von 10.000 Euro hätte sich das erledigt. Weitere Briefe, weitere Schicksale. Menschen, die ihren Job verlieren würden, Menschen, die ein Organ brauchten, Menschen, die verzweifelt waren. Menschen, die zahlten, die viel zahlten. Wolfgang wurde klar, was das bedeutete, und er schluckte. Dieses System hatte ihn verraten. Er war aufgefressen worden. Und jetzt hatte er Hunger.
Er machte die angefangenen Briefe fertig und brachte sie noch am selben Tag zur Post, verschaffte sich Zugang zu dem Postfach, um das System weiter betreiben zu können. Es wollten Kunden bedient und Geschäfte erledigt werden. Er spürte, dass es eine gute Zukunft werden würde. Eine gute Zukunft mit Godot Services. Rockblack.de ist eine Webseite. Rockblack ist Hersteller von verschiedenen Produkten im Softwarebereich, allerdings auch in anderen Sparten. Den meisten Traffic hatte die Seite aber, weil sie einen großen News-Bereich hatte. Es ging um Internetthemen und allerlei in die Richtung. Ich kannte die Seite schon länger, soweit ich mich erinnern kann, war es ein Bericht über Verschlüsselungstechniken, die im Darknet angewendet werden, der mich dorthin geführt hatte. Es gab auch viele Berichte zu den Internetpersönlichkeiten und einen ausgeprägten Finanzteil. Bitcoins, Dogecoins und alles Mögliche. Allerdings auch natürlich normale internetbezogene Wirtschaftsthemen. Für mein Studium sollte ich eine umfassende Arbeit anfertigen zum Thema der Entwicklung der Bitcoins und wie der Bitcoin das Wirtschaftssystem beeinflusst hatte. Das Thema war extrem komplex und ich suchte auf verschiedenen Seiten nach guten Kursangaben zu Bitcoins. Die aktuellsten und genauesten hatte immer rockblack.de, weshalb ich meine Recherche nun vor allem darauf stützen wollte. Das Problem allerdings war an der Seite, dass sie so strukturiert war, dass immer nur das Aktuellste zu sehen war. Immer nur der aktuelle Tag. Es gab kein direkt zugängliches Archiv, weshalb es nötig war, jeden Tag darauf zu schauen. Ich notierte mir die Veränderungen in einer Tabelle und füllte sie über die Wochen immer weiter aus, ließ mir Graphen visualisieren. Irgendwann kam es dazu, dass ich meine Großmutter besuchen wollte, ein Ort vollkommen ohne Internet. Einen guten Freund von mir, Marcel, konnte ich überreden, sich die Sachen weiterhin zu notieren, während meiner Abwesenheit. Nach einer Woche kam ich zurück. Hey, sorry David, ich hab's Freitag einfach vergessen draufzuschauen, aber alle anderen Tage habe ich. Ich sah die Daten durch und schüttelte den Kopf. Ich hab dir doch gesagt, ich brauch's jeden Tag. Scheiße. Ja, tut mir leid, ich hab's einfach verpeilt, sorry. Ich überlegte einen Moment. Ein Tag, ach, das geht schon. Natürlich wollte ich keinen Streit mit meinem Kumpel. Die Tabelle wurde von mir um die fehlenden Daten ergänzt, doch der Freitag fehlte. Für meine Arbeit wäre dies wirklich zu verschmerzen gewesen. Ich hätte auch von einer anderen Seite den Kurs eintragen können, aber nirgendwo war es so genau. Es mag seltsam erscheinen, aber dieser fehlende Eintrag ließ mich in der Nacht nicht einschlafen. Vielleicht der Perfektionist in mir. Jedenfalls stand ich gegen 3 Uhr nachts auf und suchte nach einer Möglichkeit, an die Daten zu kommen. Vielleicht gab es ja eine Seite, die die Daten von rockblack.de sammelte oder so etwas in der Art. Dann dachte ich nach und erinnerte mich an einen uralten Trick, der bei manchen Mediatheken funktionierte. Man musste nur seine Uhrzeit und sein Datum am Computer zurückstellen und hatte dann auf ältere Inhalte Zugriff. Allerdings klappte der Trick eigentlich nur bei ganz wenigen Seiten, wie zum Beispiel früher bei der ZDF-Mediathek, aber ein Versuch war es wert. Heute war der 19.10., am Freitag wäre der 17.10. gewesen. Ich stellte das Datum zurück und aktualisierte die Seite. Tatsache, plötzlich war der Eintrag zu sehen, gigantisch! Ich notierte den Kurs und sah noch einmal kurz über die Nachrichten, die an diesem Tag veröffentlicht wurden. Endlich konnte ich zufrieden einschlafen. Es war allgemein irgendwie eine Erleichterung, nur noch alle paar Tage darauf sehen zu müssen. Die Tabelle war seit dem 13.12. frei und ich tippte das Datum ein, kontrollierte wieder den Kurs und notierte. Als ich den 14.12. eintippen wollte, fiel mir auf, dass ich einen Zahlendreher drin hatte. Dort stand also nicht 13.12., sondern 31.12. Ein Datum in der Zukunft. Der Kurs verwirrte mich, es war nicht der des letzten Tages. Den 21.12., also den heutigen Tag, hatte ich bereits notiert. Der Kurs wich ab. Es war auch nicht der Kurs von vor ein paar Wochen.
Ich ging meine bisherigen Aufzeichnungen durch, doch genau diesen Kurs hatte es noch nicht gegeben. Verwirrt sah ich mir den Rest der Seite mit dem eingestellten Datum an und fand ein paar Worte zu Silvester. Ich war verärgert. Das Einzige, was es bedeuten konnte, war, dass sie die Seite von dem Tag schon vorgestellt hatten und den Kurs einfach geschätzt hatten. War meine ganze Arbeit umsonst wegen falscher Angaben? Aber vielleicht schätzten sie gar nicht schlecht. In den nächsten Tagen vom 21.12. zum 31.12. würde sich der Bitcoin-Kurs um fast 9% steigern, was wirklich extrem sein würde. Ich kaufte einen Bitcoin, warum nicht? Vielleicht würde ich ein bisschen Geld verlieren, aber ich musste es einfach wissen. Und tatsächlich, in der Silvesternacht saß ich wieder vorm Computer und verkaufte meinen Bitcoin. Fast 9%. Ich verglich die Kursangaben mit denen von anderen Seiten und bis auf minimale Abweichungen stimmte es. Verdammt, die hatten echt gute Schätzer. Ich stellte mein Datum am Neujahrstag weiter in die Zukunft, um zu sehen, wie weit sie schätzten. Erst war ich überrascht, dass nach 9 Monaten immer noch ein Kurs angezeigt wurde. Dann ereilte mich ein Gedanke und ich verwarf ihn. Natürlich verwarf ich ihn als sinnlos, dennoch musste ich nachsehen. Ich blätterte von dem Kurs weg und sah mir die Nachrichten an diesem Tag an. Und auch diese waren spezifisch für diesen Tag. Eine Computerspielefirma war verkauft worden. Das konnten die Leute nicht abschätzen, nein! Aber trotzdem konnte ich es nicht fassen und wählte ein Datum in 2 Wochen, denn ich wollte nicht Monate warten, notierte die Ereignisse und war gespannt, ob es wirklich eintreffen würde. Du weißt, wie es kommt. Es traf natürlich ein. Diese Seite konnte die Zukunft vorhersagen und das Einzige, was ich jetzt noch sah, waren fette, fette Bündel voller Geld. Fuck, was hättest du denn getan? Ich wettete erst vorsichtig auf verschiedene Internetwährungen und bekam immer mehr Vertrauen, dass ich größere Transaktionen abschloss. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde Tag für Tag reicher. Natürlich ging das nicht einfach an mir vorüber. Ich schmiss mein Studium und gründete eine kleine Firma, die sich damit beschäftigte. Weil es zu zweit einfach besser läuft, holte ich meinen Freund Marcel dazu, zeigte ihm, wie es funktionierte, und bald schon waren wir die Sterne am Internetfinanzmarkt. Das war richtig seltsam. Ganz normale Leute mit ein wenig Glück. Irgendwie machte uns das auch Angst, sodass wir die Öffentlichkeit mieden und nur selten Interviews gaben. Es war ein verdammt gutes Leben. Ich selbst kümmerte mich nach kurzer Zeit nur alle paar Wochen um die Geschäfte, mir reichte das meiste aus, aber Marcel hatte größere Pläne. Er wollte alle seine Träume nacheinander verwirklichen und setzte immer wieder neu, aber nur verhältnismäßig kleine Beträge aus Angst, jemand könnte von einem Betrug ausgehen. Langfristig. Langfristig müssen wir anlegen, damit das nicht auffällt, sagte er und setzte es um, sah immer weiter in die Zukunft mit rockblack.de. Erst 2 Monate in die Zukunft, dann 3, dann 4, dann über ein Jahr und dann... Dann kam der Anruf. Mitten in der Nacht. Hey, was? Hallo? David! Scheiße! Scheiße, Scheiße! Wo hast du mich da reingeritten? Was zum Teufel? Was ist los? Ich sterbe! Ich sterbe, verdammt! Die Seite sagt, am 6.10.2017 wird Marcel Schätz von einem Einbrecher erschossen. Verdammt! Was zur Hölle? Du hast mich umgebracht! Du hast mich umgebracht! Aber... David, was hast du mir angetan? Er hatte aufgelegt und danach sprachen wir uns auch nicht mehr. Natürlich versuchte ich ihn zu erreichen, aber es war unmöglich. Er kapselte sich komplett ab und da war auch kein Genuss mehr in seinem Leben. Er starb einsam in seinem Haus, stark gesichert, aber es half alles nichts. Er starb, wie die Seite es voraussagte. Ich konnte nicht glauben, wie diese Seite mein Leben nun bestimmte. Sie bestimmte alles, mein Anfang und mein Ende und den Weg dorthin. Und ich wollte wissen, wie viel Zeit mir noch blieb, wollte nicht zufällig davon mitbekommen, sondern wissen, ganz genau wissen, wie viel Zeit bleiben würde. Ich tippte Datum für Datum ein, Stunde um Stunde verging und schließlich war es klar. In 36 Jahren. Herzversagen.
Der Tod war unausweichlich, das war mir klar, und so nutzte ich jeden Tag so gut ich es nur konnte. Ich fuhr in jedes Land, welches ich sehen wollte, las jedes Buch, welches ich lesen wollte, bekam Kinder und lebte glücklich mit meiner Frau zusammen. Ich hatte ein verdammt gutes Leben. 36 Jahre. Die ersten 18 Jahre waren wunderbar. Man denkt nicht viel nach. Das ist ähnlich wie wenn man 40 wird. Hälfte vorbei. Mir war es im Unterschied nur auf jeden Fall bewusst. Dann fühlte ich die Zeit verrinnen. Ich fühlte, dass es vorüberging, wie ein Zeitraffer folgte ein Tag auf den anderen und alles ging vorüber. Meine Kinder wurden so schnell groß und ich viel zu schnell alt. 59 war vorher alt, aber es rückte näher, verdammt. Nur einen Atemzug entfernt schien es zu sein. Es war ein scheiß Luxus, in dem ich lebte, aber je näher es auf das Ende zuging, desto grausamer kam es mir vor. Im letzten Jahr hatte ich jeden Tag die Seite offen, las jedes verdammte Detail 100 Mal. Ich forschte nach, woher die Seite kam, ließ mehrere Leute bezahlen, damit sie nachforschten, aber es kamen keine Ergebnisse. Diese Seite wurde mehr und mehr zu einem Mysterium. Irgendwann sagte ich es auch meiner Frau, erklärte es ihr, sagte, dass meine Zeit knapp wäre. Erzählte alles, aber sie glaubte mir nicht. Dann war ich auch allein. Wie Marcel damals. Ein halbes Jahr, jeden Tag näher, ich wusste immer genau, wie viel noch blieb. Waren's noch 4 Monate? 3, 2, 1. 5 Tage noch. Scheiße. Scheiße. Diese Seite hatte 2/3 meines Lebens bestimmt. Ich verfluchte nun immer mehr den Tag, an dem ich diese Seite entdeckt hatte, und den Tag, an dem ich nach meinem Tod suchte. Diese Seite hatte alles aufgefressen. Nichts war ohne diesen Gedanken. Ich hörte quasi, wie sich meine Sanduhr leerte. Die Webseite hatte alles bekommen. Sie hatte mich bekommen. Aber das durfte sie nicht. Auf keinen Fall dürfte sie gewinnen. Ich werde diesem Herzinfarkt entgehen. Ich habe mir einen Revolver gekauft. In 2 Stunden bricht der nächste Tag an. Ich werde es beenden. Ich werde gewinnen. Ich gewinne. Diese Seite hat keine Macht über mich. Sie kann mich nicht töten, verdammt. Sie werden den Eintrag auf rockblack.de ändern müssen. Und dann habe ich gewonnen. Dann kann ich endlich selbst bestimmen. Ich werde es jetzt beenden. Ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Jim! Du Wichser, wach auf! Jim! Immer wieder rief Hunter irgendwelche Sätze und in den Atempausen hämmerte er wie ein Bekloppter gegen meine Apartmenttür. Ich wälzte mich in meinem Bett herum, aber es nützte nichts. Hunter wurde man nicht los. Als sich Klopfen und Rufe vermischten, stand ich auf. Ja, du kriegst den 10er nächste Woche, verdammt! Wusste ich doch, dass du da bist! Wo auch sonst? Genau deshalb. Ich hab kein Geld, Hunter. In einer Woche krieg ich Stütze. Darum geht's nicht. Scheiß auf den 10er. Mir geht's um viel mehr. Eine kurze Pause entstand und ich überlegte, ob er mich verarschte. Jetzt lass mich rein, verdammt! Warte, ich zieh mich an. Ungeschickt griff ich nach meiner Jeans, zog sie hoch, zog den Gürtel fest. Dann sah ich mich nach einem Hemd um, das nicht kaputt oder schmutzig war. Ich entschied mich für ein schmutziges. Als ich den Riegel wegschob und die Tür aufmachte, stürmte Hunter herein. Scheiße, ich hatte einen Geistesblitz. Er roch nach Alkohol. Wir sind ja früher in Häuser eingestiegen. Warum jetzt nicht mehr? Komm mal mit. Ich zog ihn an das Fenster und wir sahen zusammen raus.
Asche, sagte ich. Alles Asche. Der Ausblick war ranzig. Ein Hinterhof, in dem Poker gerade in einer Mülltonne wühlte und hinter den Häusern die Fabrik schlurrte. Da ist nichts zu holen. Nein, ich mein Crotch. Crotch? Mein Gehirn brauchte einen Moment, um den Namen irgendwem zuzuordnen. Dann klärte sich mein Blick auf. Der Laden, Ecke Papierfabrik. Genau, der hat zugemacht. Wann das? Er hängt irgendwann. Ist auch nicht wichtig. Da müssen wir halt zum Supermarkt tuckern, um Schnaps zu holen. Es hat schon ein neuer aufgemacht, da wo der alte war. So ein schmieriger Wichser. Aus der Hauptstadt hat einer erzählt. Tom sagte, er ist eine Schwuchtel. Und weiter? Der führt den Laden allein und macht Patte ohne Ende. Du weißt ja, Geistesblitz. Ich war so bei Mike und dachte so, Scheiße, das Leben habe ich nicht verdient. So ist es doch. Wir haben dieses Leben nicht verdient. Ich nickte. Dann bin ich raus zu dem Laden. Hatte schon zu, aber ich hab durchs Schaufenster gesehen, wie er das Geld aus der Kasse in einen Sack stopft. So ein Stoffsack. Und bis oben hin war der voll. Und alles, was er macht, ist die Tür von einem anderen Raum aufzumachen und reinschmeißen. Was für ein Raum? Da gab's doch nie einen Raum. Einkaufen, zahlen, verpissen. Doch, vielleicht hat Crotch die Tür ver... Ist doch egal. Also der Typ hat die Tür aufgemacht und den Beutel reingeworfen. Einfach reingeworfen? Ist das ein Safe? Hunter schüttelte den Kopf. Halt doch mal die Fresse, bis ich fertig bin. Also, wir gehen rein und holen das Geld. Ich sagte einige Sekunden lang nichts, erwartete, dass noch irgendwas kam. Machst du mit? Steh Schmiere? Ich geb dir ein Drittel ab. Für einen Moment überlegte ich. Ich ging zum Kühlschrank, holte 2 Dosen Bier, gab eine Hunter und machte mir selbst eine auf. Und wann? Morgen, 23 Uhr. Holst du mich ab? Ja, mach ich. Er sah mich noch kurz an und verpisste sich dann mitsamt der Bierdose und ich schob den Riegel wieder vor. Es war lange her, dass wir irgendetwas durchgezogen hatten, aber bisher hatten wir jedes größere Ding gemeinsam gemacht. War eben so. Jim und Hunter, Hunter und Jim. Wie viel Uhr war es? Es war dunkel. Konnte 19 Uhr sein oder 3 Uhr nachts. Ich entschied mich, nach unten zu gehen, um eine Schachtel am Automaten zu ziehen. Ich ging raus auf die Straße. Einzelne Autos, schlecht besuchte Lokale, Fabrikschlote, die unauffällig Rauch ausspuckten. Wenn ich mit 60 noch hier bin, habe ich komplett versagt, dachte ich. Der Automat war keine 100 Meter weiter. Zittrig schob ich 5 Euro in den Schlitz. Immer wieder spuckte das Scheißding den Fünfer aus. Nichts zu holen. Ich strich ihn glatt, versuchte es wieder und wieder. Irgendwann gab sich der Automat geschlagen und gab mir eine Schachtel E&B. Erst wollte ich zurück, aber auf halber Strecke entschied ich mich dagegen. Es wäre nicht schlecht, wenn ich mir von dem Laden selbst ein Bild machen würde. Er war keine Viertelstunde entfernt. Warum hatte Hunter erst morgen losgewollt? Hatte er mir das nur erzählt, damit er da heute allein einsteigen konnte? Das machte keinen Sinn. Ich wollte trotzdem hin. Der Laden hatte einen neuen Anstrich bekommen und war nun vollkommen gelb. Zigarettendreherhände gelb. Im Laden war das Licht gelöscht und nur die Straßenlaterne gab mir etwas Einblick. Alles war so geordnet, nicht normal geordnet, sondern richtig manisch. Alles stand in Reihe und Glied, keine Abweichungen, regelmäßige Abstände. Ich schritt an der Fensterscheibe auf und ab, achtete auf irgendwelche Schutzmaßnahmen und suchte nach der Tür, von der Hunter erzählt hatte. Tatsächlich gab es eine. Ich rauchte, während ich weiter nach Überwachungskameras oder Alarmanlagen Ausschau hielt. Wegen des dämmerigen Lichts der Straßenlaternen hatte ich allerdings kaum Einblick. Ich schlenderte zurück nach Hause und legte mich ins Bett. Mein Handy vibrierte. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich so wach war, dass ich die Zeichen auf dem gesplitterten Display entziffern konnte. Vater am Telefon. Ich drückte weg, stand auf und sah nach draußen. Kopfschmerzen durchfluteten mich. Noch einmal sah ich auf mein Handy. 13 Uhr, zumindest. Ich überlegte mal, wieder hinzufahren zu meinem alten Herrn. War genauso am Ende wie ich, soweit ich wusste. Eine Einzimmerwohnung, kein Job, keine Chance. Als Petra ihn wegen dem Alkohol sitzen gelassen hatte, hatte er erst richtig angefangen. Jeder stirbt allein in seiner Zelle, dachte ich. Ich zog mich an und sammelte meine restlichen Klamotten ein.
Bis 23 Uhr war noch massig Zeit. Ich überlegte, ob ich wieder zu einer der Fabriken gehen sollte, als Arbeiter anheuern. Nicht heute, nicht morgen, aber bald. Hier und da ein bisschen bescheißen war an der Tagesordnung, aber das war kein Geschäft. Und kein Geschäft war wie dieses. Die Tüte war brechend voll mit Klamotten und ich ging ins Treppenhaus. Irgendwer fickte in einer der Erdgeschosswohnungen und ich war auf dem Weg zum Waschsalon. Es war ein grauer Klotz, in dem Leute und Waschmaschinen gleichermaßen ins Leere starrten. Ich stopfte meine Klamotten in eine freie Maschine, holte am Automaten etwas Waschpulver, bezahlte, stellte mich draußen hin und rauchte. Nach 2 Zigaretten entschied ich mich, zum Laden zu gehen. Ich wollte mir das nochmal ansehen. Am Ende würde es irgendwelche Überwachungskameras geben und wir wären nach ein paar Minuten gefickt. Als ich die Tür des Ladens aufmachte, läutete ein Glöckchen. Das Geschäft war belebt, viele Leute standen darin herum, redeten über Gott und die Welt, sahen sich die Flaschen an und kauften ab und an etwas. Hinterm Tresen stand der Besitzer. Sein Gesicht glich einem Stück Plastik. Glatt, kein Barthärchen, nichts. Ich schlenderte durch die Reihen und sah mich nach versteckten oder sichtbaren Kameras um und nach irgendwelchen anderen Schutzmaßnahmen. Als ich gerade so tat, als würde ich mir eine Flasche ansehen, um mich dabei im Augenwinkel umzusehen, ertönte plötzlich eine Stimme hinter mir. Kann ich etwas für Sie tun? Ich erschreckte mich so sehr, dass mir fast die Flasche aus der Hand fiel. Es war der Besitzer. Nein, nein, ich sehe mich nur um. Sie sind Weinliebhaber? Fragte er und ich sah auf die Flasche. Irgendein Rotwein, 1990. Ich stellte die Flasche zurück und ging nicht auf die Frage ein. Kann ich Ihnen eine Probe anbieten? Plötzlich hatte er ein Glas vor sich und drückte es mir in die Hand. Ich trank einen Schluck. Ich verstand nicht viel von Wein, aber er schmeckte mir. Danke, sagte ich, gab das Glas zurück und lächelte schief. Sein Blick schien mich irgendwie zu durchdringen. Ich fühlte mich unbehaglich. Russliger Wichser. Ich schau mich nur ein bisschen um. Er nickte und verschwand wieder. Ich nahm noch die Tür in Augenschein. Täuschte mich mein Gedächtnis? Ich hatte immer gedacht, dass dort nichts war. Einen Moment überlegte ich, nach der Klinke zu greifen, ließ es aber dann doch bleiben und ging weiter. Nach kurzer Zeit hatte ich meinen Rundgang beendet, kaufte von einem Zehner 2 Dosen Bier und ging zurück zum Waschsalon. Nach einer weiteren Viertelstunde war ich wieder zu Hause und schlief noch etwas. Jimmy! Hunter klopfte wieder wie ein Verrückter. Jim, wach auf! Warte! Ich rappelte mich auf und ging zur Tür und riegelte sie und ließ ihn reinkommen. Können wir los? Ich nickte. Zieh dir was anderes an, einen Kapu oder so. Ich sah auf den Wäscheleinen nach und zog den erstbesten über mein Shirt. Dann gingen wir los. Auf dem Weg rauchten wir noch eine Zigarette. Hunter spielte in seiner Tasche mit dem Werkzeug herum. Ich war nervös. Bei dem Geschäft war das auch immer wichtig. Man blieb wach und aufmerksam. Auf den Straßen war kaum noch jemand unterwegs und zwei Gestalten in Kapuzenpullis waren in dieser Gegend auch nichts Besonderes. Als wir in die Straße des Ladens einbogen, wurden wir beide reflexartig langsamer. Ein ungutes Gefühl stellte sich mehr und mehr ein, je näher wir zum Laden kamen. Niemand war zu sehen. Ich stand Schmiere. Hunter hantierte an der Tür herum. Ich schwitzte und wischte mir über die Stirn. Es war scheißkalt draußen. Nach einer knappen Minute war die Tür offen. Dann schauen wir mal. Hunter ging hinein. Er war leise. Ich hörte kaum, wie er sich im Laden bewegte. Ich zündete mir eine Zigarette an und wartete. Auf der anderen Straßenseite schlenderte ein Mann, aber er schien mich nicht zu beachten. Trotzdem beschleunigte sich mein Herzschlag heftig. Als die Zigarette geraucht war und Hunter immer noch nicht da war, gesellte sich ein scheiß Gefühl zu meinem unguten Gefühl. Wo blieb er? Nach einer weiteren Zigarette ging ich vorsichtig hinein. Hunter? Sagte ich halblaut. Dann ging ich durch einen Gang voller Spirituosen zu der Tür. Sie war geschlossen. Ich schob den Ärmel über meine Hand und drückte dann die Klinke herunter. Es war hell in dem Raum. Hunter war nirgends zu sehen. Der Raum war nicht besonders groß und komplett weiß. Die Wände, die Decke, der Boden. Nur eine Ausnahme. Mir gegenüber ein unnatürliches Feuer in einer Art Einbuchtung. Ich spürte keine Hitze und ging näher heran.
Vorher sah ich zerschmolzene Münzen und an den Rändern einige Fetzen. Geldscheinreste. 50, 100, ein paar Zehner, noch ein 50er. Sie lagen dort, als wäre es das Normalste auf der Welt, rotzten mir ins Gesicht. Erst jetzt bemerkte ich an der Seite leere Säcke. Was war in diesem Scheißladen los? Ich hörte etwas hinter mir. Die Eingangstür war auf und dann zugegangen. Ich wendete mich von dem Kamin und den Säcken ab und wollte wieder verschwinden, doch vor mir stand der Ladenbesitzer und starrte mich an. Sein Blick war durchdringend, wütend. Er starrte mich nur an und dann spuckte er auf den Boden, schüttelte den Kopf und verließ den Raum. Ich stand einige Zeit vollkommen perplex da. Es war vollkommen still, nichts regte sich, nur ich zitterte. Irgendwann verließ ich das Zimmer, zog die Tür hinter mir zu, schlich an der Seite entlang, aber niemand schien hier zu sein. Wo war Hunter? Ich wollte nicht rufen oder weiter nach ihm sehen, also verließ ich das Gebäude. Was passierte in diesem Laden? Machte das Plastikgesicht Geld, um es zu verbrennen? Mit dem Typen stimmte irgendetwas nicht, so viel stand fest. Warum hatte er da gestanden und war dann einfach verschwunden? Es war so irreal, dass ich das Gefühl hatte, dass es gar nicht passiert war. Es war krank. Ich nahm einen anderen Weg nach Hause als sonst, weil ich anfangs das Gefühl nicht los wurde, beobachtet zu werden. Vielleicht wartete Hunter dort, weil er dachte, ich hätte mich verpisst. Er war nicht dort. Ich ging wieder auf die Straße, ein paar Blocks weiter, zu seiner Wohnung. Wie auch meine Wohnung war sie Teil eines Hauses mit mehreren anonymen Dreckslöchern. Die Tür zur Straße war schon seit Jahren aufgebrochen. Ich lief die Stufen nach oben bis zum vierten Stock, klopfte an Hunters Tür, doch bemerkte schnell, dass sie nur angelehnt war. Vorsichtig ging ich hinein und schob die Tür hinter mir zu. Hunter, bist du da? Keine Antwort. Es war unnatürlich still. Ein Wasserhahn tropfte. Ich hatte ein flaues Gefühl im Bauch, als ich darauf zuging. Es kam aus dem Badezimmer. Die Tür stand offen, durch ein Fenster schien eine Straßenlaterne herein. Scheiße, Hunter lag in seiner Badewanne. Sein Kopf war nur noch ein zerfetztes Etwas. Neben der Wanne lag ein Revolver. Ich zitterte. Diesmal waren wir dumm gewesen. Scheiße, Hunter. Er hatte sich nicht umgebracht. Er war nicht der Typ dafür. Aber wer war schon der Typ dafür? Irgendeine verrückte Scheiße ging hier ab. Es klopfte an der Wohnungstür. Ich zuckte zusammen. Jemand würde mich holen. Er. Dieser schmierige Ladenbesitzer. Sein Blick schien durch die Tür in mich zu dringen. Wieder ein Klopfen. Hunter ließ sich gar nichts mehr anmerken und saß im Wasser. Erst jetzt bemerkte ich, dass es kein Wasser war, worin er lag. Es waren Scheine. Tausende Geldscheine. Der Anblick ließ mich nicht gierig werden. Diesmal nicht. Ich war der Nächste. Es klopfte noch einmal. Ich hatte das Gefühl, dass wenn ich das Badezimmer verlassen würde, alles nur noch schneller gehen würde. Wieder klopfen. Es wurde stärker und lauter. Jetzt ging es zu Ende. Scheiße, Jim, sagte ich. Ich stieg in die Wanne, brachte mich in eine Position, die halbwegs bequem war. Klopfen. Ich starrte auf die blutige Masse, wo mal Hunters Gesicht gewesen war, hörte das Klopfen, welches lauter und lauter wurde. Ich griff in meine Hosentasche, holte eine letzte Zigarette hervor und rauchte. Scheiße. Devon lag auf seinem Bett und starb. »Du hast noch nicht aufgehört zu atmen«, sagte ich in meinem üblichen Tonfall. »Ah, ich hab's vergessen«, meinte Devon, hörte auf zu atmen. Ich wartete einen Moment. »Dein Herz muss aussetzen«, »ah, klar«, presste Devon atemlos hervor und stoppte seinen Herzschlag. »Mund leicht geöffnet, Körper entspannen, zur Seite legen.« Devon nickte, machte auch das. »Einscheißen musst du dich eigentlich auch.
Das ist so, wenn man stirbt. Muss ich? Egal. Stirb einfach weiter. Und Devon starb. Starb gut. Angela! Rief ich. Ich öffne gleich die Tür, dann kannst du reinkommen. Kopf gesenkt, bitte weinen. Bitte nicht rauchen. Nicht rauchen? Kam es entgeistert durch die Tür. Ja, dann rauch halt, so eine Scheiße. Ich ging zur Tür, öffnete sie und Angela kam herein. Kopf gesenkt, Tränen. Ich war mir nur nicht sicher, ob sie weinte oder ob die Rauchwolke um ihren Kopf Regen bildete. Es war auch egal. Es sah nach Tränen aus. Das war das Wichtigste. Jetzt knie dich zu ihm ans Bett und... Aber meine Knie tun dann weh. Ich hol dir einen Stuhl. Endlich würden wir berühmt werden. Denn tote Autoren waren immer berühmt. Und Devons Tod war kurz nach dem Start seines neuen Buches Endpunkt echt ein kluger Schachzug. Ich war nur genervt, weil ich mich wieder um die Recherche zu kümmern hatte, denn Devons Gehirn hatte sich durch das ganze Lachgas völlig zersetzt. Deswegen schrieb er auch so seltsame Geschichten. Aber zum Glück war es ja nicht schwer. Aufhören zu atmen, den Herzschlag stoppen, das war ganz einfach. Alte Leute taten das ständig, wenn sie sich vor der GEZ oder ihren Enkeln drücken wollten. Ich kam wieder herein und Devon war tot. Ich stellte den Stuhl hin, Angela setzte sich atemlos und rauchte erst einmal eine zum Verschnaufen. Ich umarm dich jetzt, so wegen Trösten. Ja, ist okay. Ich beugte mich runter, drückte Angela. Der Rauch trieb mir auch die Tränen in die Augen und ich musste viel husten. Ich löste die Umarmung und rauchte zur Sicherheit erstmal selbst eine. Kann ich auch eine haben? Fragte Devon, der mich immer fragte. Auch wenn ich wusste, dass er in seinem linken Lungenflügel immer ein paar Schachteln bunkerte. Du bist tot. Du kannst jetzt erstmal nicht rauchen. Na gut. Ich ruf mal das Beerdigungsinstitut. Tut, tut, tut. Guten Tag, Beerdigungsinstitut Joachim Jürgen. Hallo, Beerdigungsinstitut Joachim Jürgen. Der, weltbekannte Autor, vielleicht sogar Autorengott Devon Wolters, ist eben verstorben. Kurz nachdem er sein neues Buch Endpunkt veröffentlicht hat. Wer soll das sein? Ja. Feuer oder Sarg? Was ist am billigsten? Feuer. Dann Feuer. Wie viel ist das? 500, ohne Urne. 500? Davon kann man aber viel rauchen. Ja. Geht das nicht billiger? Kann man ihn auch irgendwie selbst verbrennen oder so? Die Gesetzeslage der gesetzten Gesetze erlaubt das gesetzlich nicht. Sagen wir 300. Mit Urne. Okay, dann 300. Wo müssen wir hin? Ich nannte die Adresse. Ja, und kommen Sie hoch. 4. Stock. Ich legte auf. In dem Moment klingelte es und 4 2 Meter große Männer kamen hoch, packten Devon und brachten ihn weg. Vielleicht waren es auch 2 4 Meter große Männer. Ich weiß es nicht. Morgen 11 Uhr ist Beerdigung, sagte einer von ihnen. Wie wär's mit 13 Uhr? Ich schlaf da noch. Geht in Ordnung. Schreiben Sie eine Google-Bewertung. Na klar, 5 Sterne. Die Beerdigung war nicht wirklich interessant. Trauer, Trauer, Tod, Tod. Die Urne wurde von den Friedhofsmenschen in das Loch geschmissen und dann war auch gut. Das Essen hatte ich mir gespart, würde auch nur die Marge dieser Unternehmung ficken. Dann musste ich warten, bis die neuen Verkaufszahlen kamen und tatsächlich. Dieses Endpunkt hatte Devon behindertreich gemacht. Ich rief ihn an, aber er ging nicht an sein schickes Smartphone, was ich auch gern hätte. Das mit der geilen Kamera. Wahrscheinlich wieder auf lautlos. Ich rief Angela an. Devon ist behindertreich, hol ihn mal her. Er liegt doch auf dem Friedhof. Aber wie viele Schachteln kann ich davon kaufen? Behindert viele. Ich lief nachts auf den Friedhof und grub Devon mit der linken Hand aus. Dann schüttete ich die Asche aus, legte ein paar Sahnekapseln daneben und plötzlich setzte sich Devon wieder zusammen. Seine Haut war jetzt grau, aber irgendwie war das auch sehr fresh. Erstmal inhalierte er ein paar Kapseln. Mittlerweile brach er sie einfach mit den Händen auf und gönnte sich das gute Zeug. So, Devon, die Rolli geht klar. Lass das jetzt bei jedem Buch machen.
Ich werde behindertreich.